Good evening. This is Yannis Varoufakis. I'm speaking to you from Athens. I believe that you're about to embark on a very interesting discussion on the European New Deal. The European New Deal is DiEM25's antidote to the toxic dogma of TINA, that there is no alternative. What we're trying to do with our document entitled the European New Deal, which is our economic and social policy agenda for Europe as a whole, not just for the Eurozone member states, not even just for the European Union member states. Our attempt with the European New Deal is to show that there is an alternative, that astonishingly there is an alternative, to end the socioeconomic as well as political and ethical moral crisis across Europe, throughout the continent. That there is an alternative both to the nationalist international, which is pushing towards the disintegration of Europe and towards a turn in favor of illiberalism, and the business as usual strategy of the deep establishment, whose behavior over the years has caused the crisis, which is feeding into the nationalist international, the various Le Pens, the Alternative for Deutschlands, and so on and so forth. A few words on our Green New Deal, and in particular, the Green Investment Programme and the Green Transition proposals of DiEM25. Recently, I was in a conversation with Nicolas Hulot, the French Environment Minister, a man of some repute as an environmentalist who is now serving in the Macron government. And it was very interesting because he had many splendid ideas about green transition policies and about investment policies. But unfortunately, and he had to confess this, no money. The French Treasury is fiscally too stressed to be able to indulge him, in inverted commas, indulge him, in spending capacities towards a Green New Deal approach, which he would have very much liked. This is where DiEM25's European Green New Deal comes in. Because what we've done is we have pinpointed ways in which the European Investment Bank and the European Central Bank can collaborate very effectively within the existing rules and treaties of the European Union to procure 500 billion euros per year annually for green investment and green transition purposes. It is really very simple. The European Investment Bank issues bonds to that effect of that quantity, and the European Central Bank announces that it will be standing by in the secondary markets, ready to purchase those bonds. Just this announcement will make sure that the ECB does not need to buy any of those bonds to keep their price high, and therefore the interest rates paid by Europeans through the European Investment Bank for this Green New Deal very, very low, very close to 0%, in fact. In conjunction with the carbon tax that we are proposing, a uniform, harmonized carbon tax that will help fund partly the Green New Deal and partly our social programs like social housing, education, and so on, DiEM25 is putting together a very comprehensive plan for funding the combination of environmental and social policies, which are essential for creating an environmentally and socially sustainable Europe. In addition to that, of course, funding is not enough. We need a planning institution, an institution that plans and executes this green transition, these Green New Deal projects. So for this, we envisage the creation of what we call the Green Transition Works Agency, which should be another pillar of the European Union. This is a slightly more long-term, but it is essential. So all in all, at DiEM25, we've been thinking very hard on very pragmatic, very realistic ways of making a Green New Deal possible. Thank you. Wenn wir uns die Abfolge rekonstruieren des Roosevelt New Deals, da hatten wir einen Finanzboom in den 20er Jahren, einen Börsenkrach gefolgt von Sparpolitik, von Lohnkürzungen, Kürzungen des Arbeitslosengeldes
und Wirtschaftskrieg der Länder gegeneinander, Protektionismus. Und in den letzten 10 Jahren haben wir durchaus eine ähnliche Abfolge. Wir haben sozusagen boomende Finanzmärkte, wir hatten die Finanzkrise 2008, wir hatten in der Folge einen Wirtschaftseinbruch, die Budgetdefizite sind gestiegen und man verschärfte Sparpolitik, Lohnkürzungen und immer mehr Menschen wurden deklassiert. Weitere Parallelität ist sozusagen die Politik der Gefühle, dass durch diese Prozesse immer mehr Menschen a. deklassiert wurden, aber b. Angst bekamen. Das heißt, es gibt sehr viele noch nicht Deklassierte, die heute, wie wir wissen, etwa in Deutschland die AfD wählen. Und mit diesen Gefühlen der Menschen wird nun Politik gemacht, indem man die Gefühle richtet gegen Sündenböcke. Meine persönliche Erklärung zum Beispiel, warum Griechenland derartig verheerend behandelt wurde, hat viel damit zu tun, dass im Jahre 2009, noch in dem Schock der Finanzkrise, die Eliten einen Schuldigen brauchten. Und Griechenland war ideal, weil in Griechenland hat tatsächlich der Staat über seine Verhältnisse gelebt. In Griechenland ist die staatliche Verwaltung tatsächlich katastrophal. Es gibt Korruption, Klientelismus. Aber das Ausmaß der Emotionalität in der Auseinandersetzung mit Griechenland war einzigartig in der Nachkriegszeit. Noch nie hat man in den Medien über ein Volk gesprochen, das ganze Volk. Die Pleitegriechen, die Schummelgriechen oder der stellvertretende CSU-Vorsitzende von, CSU, also Bayern, hat diesen Satz geprägt, der Grieche nervt. Ja, in einem Land, wo der Jude genervt hat, ist es eine ungeheuerliche Sprache. Ja. Ich kann das aber gut verstehen, weil wenn man sich an die Periode erinnert nach der Lehman-Pleite, dann war das schon eine Phase, in der die Eliten im Schock waren und ablenken mussten unbewusst von ihrer eigenen Krisenproduktion. Nun, wo liegt jetzt der Unterschied zwischen damals und heute? Der liegt aus meiner Sicht in der Geschwindigkeit der Krisenausbreitung. Nicht die Krise 29 bis 33 war ein Keulenschlag. Das heißt, innerhalb von 4 Jahren ist in den USA das Bruttoinlandsprodukt um 25% gefallen, während die Krise, in der wir jetzt leben, im Grunde schon Anfang der 70er Jahre begann und sich ganz langsam, quasi unaufhaltsam wie ein Sachzwang ausgebreitet hat. Dann allerdings sozusagen einen ordentlichen Schub erlitt durch die Finanzkrise 2008. Das ist viel langsamer, hat dadurch den Anschein eines Sachzwanges. Und zweitens, wenn auch sozusagen der Giftcocktail ähnlich ist in der Zusammensetzung von Sparpolitik, Sozialabbau, Deklassierung von Menschen, Richtung richtender Gefühle gegen schuldige Außenfeinde, eben Migranten, Südeuropäer, was auch immer. Die Dosierung des Giftcocktails ist völlig anders. Man kann natürlich nicht den Antisemitismus der Nazis vergleichen jetzt in seinen Auswirkungen mit einer flüchtlingsfeindlichen Politik etc. Gut, und was hat jetzt Roosevelt in dieser verzweifelten Situation getan? Das für mich Wichtigste war die Kombination von Weggehen von einer Politik, die aus einer Theorie Therapien ableitet. Die sagt, also ich gehe jetzt einmal von einem theoretischen Modell aus. Im theoretischen Modell lässt sich zeigen, wenn der Staat ein Defizit hat, dann muss gespart werden. Also lautet die Order, wenn Defizit, dann gespart. Sondern der Roosevelt geht von den konkreten Problemen der Menschen aus. Er spricht die verschuldeten Farmer an, er spricht die Arbeitslosen an, er spricht die jungen Leute an. Sie können sich heute im Internet diese kurzen Ansprachen des Herrn Roosevelt anhören. Die sind zutiefst beeindruckend, weil der Mann hat die Fähigkeit gehabt, in 5-6 Minuten sowohl aufzuklären,
als auch Mut zu machen. Da ist immer das anteilnehmende Denken, das kann man heute noch, 90 Jahre später, sozusagen durch die Lautsprecher mitbekommen. Und es ist genau diese Mischung aus Aufklärung und Mut machen. Klassisch natürlich seine Rede bei der Inauguration am 1. März 1933, the only thing we have to fear is fear itself. Also das, wovor wir Angst haben, ist eben die Furcht selber. Und da müssen wir loskommen. Und um jetzt Hoffnung zu machen, hat er Dinge gemacht, die schon einzigartig waren, weil er wusste, 25% der Menschen sind arbeitslos. Wie kann denn ein Präsident der USA in relativ kurzer Zeit irgendwas bewirken? Das heißt, den Leuten das Gefühl vermitteln, Politik kann Dinge ändern. Er ist da viel weiter gegangen als der Obama, 80 Jahre später. Der Obama hat gesagt, yes, we can. Aber der Roosevelt hat gesagt, yes, we act. Und wir müssen was gleich tun. Er hat natürlich das Glück gehabt, dass er in beiden Häusern des Kongresses eine sehr, sehr große Mehrheit hatte, also war es für ihn wesentlich leichter als für den Obama, das muss man schon sagen. Aber jetzt nur an einem Beispiel das dargelegt, ihm war das Mutmachen, das Mobilisieren wichtiger als ökonomische Effizienz. Zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit. Er hat innerhalb von 4 Monaten hunderttausende arbeitslose Jugendliche in diese Civilian Conservation Camps gebracht. Was war das? Conservation hat gemeint Umweltschutz damals schon, also er hat in Nationalparks, hat die Armee sozusagen Camps errichtet. Arbeitslose Jugendliche sind dort hingebracht worden, haben eine sehr bescheidene Bezahlung bekommen, weil 75% des Lohns wurden an die arbeitslosen Eltern weitergegeben. Aber auch das kann man sich im Internet anschauen, wie plötzlich sozusagen da eine Stimmung aufkommt. Ja, wir lungern nicht mehr herum, wir sind nicht unnötig, auch wenn das, was sie gemacht haben, unter reinen Effizienzgesichtspunkten natürlich bescheiden war. Die haben die Wege gesäubert in den Nationalparks und die Flussufer und irgendwelchen gereinigt. Ja, damit ich nicht zu lang rede, ich habe mich mit dem New Deal sehr viel beschäftigt und es war mir immer ein Vorbild, diese Kombination von Mut schaffen mit Aufklärung. Kleines Beispiel noch vielleicht. Gleich am ersten Tag der Amtsübernahme musste Roosevelt sämtliche Banken für eine Woche schließen. Das müssen Sie sich vorstellen, was das bedeutet in einer Gesellschaft, wo es keine Bankomaten gab natürlich. Ja? Und dann setzt er sich hin und hält eben seine erste Radioansprache. My dear American fellows, this evening I want to talk to you about banking. Und dann erklärt er den Leuten, wie Banking funktioniert und warum das leider nicht anders möglich war. Und es ist diese Vermischung, die mich schon von Anteilnahme und Aufklärung, Dinge, den Menschen was erklären. Gut, und was war aber jetzt auch noch wichtig, und das fällt mir ein bisschen, nicht, Verständnis ist keine Kritik, an dem DiEM25-Konzept, das ist in Großprojekten denken. Weil er wusste, ich kann Menschen nur mobilisieren, wenn jetzt möglichst über die ganzen Vereinigten Staaten hinweg, zum Beispiel die Civilian Conservation Camps waren solche Aktionen, Bewegung entsteht. Oder die berühmten Tennessee Valley Staudämme, das war ein gewaltiges Projekt natürlich, ich glaube 18 Staudämme, wo immerhin dann 40.000, 50.000 Menschen Arbeit bekamen. Oder das ging dann noch in andere Bereiche, wie Künstler beschäftigen, die heute jetzt Fresken malen in öffentlichen Gebäuden etc. So, was könnte man daraus lernen für heute? Der Varoufakis hat es ja gerade betont und das steht ja auch in den Unterlagen über diesen New Deal. Er hat 3 Schwerpunkte, Stabilisierung der Finanzmärkte, das tritt ein bisschen jetzt in den Hintergrund, Stärkung des sozialen Zusammenhalts und Ökologie. Und was mir ein bisschen jetzt aber fehlt, ist das mobilisierende Element und das Element des, wir machen gemeinsam ein lebenswerteres Europa. Was könnte sowas sein? Zum Beispiel,
die Europäische Kommission und der Rat und alle Institutionen der EU erklären die thermische Sanierung des gesamten Gebäudebestands in ganz Europa zu einem Megaprojekt. Das ist wirklich ein Megaprojekt. Denn Sie müssen sich vorstellen, sämtliche Gebäude in Europa, auch in Südeuropa, dort ist es nämlich gut, weil dann ist es im Sommer nicht so heiß, in den Häusern, die thermisch sanierbar sind, werden entsprechend eben auf einen, was er technisch geht, Niedrigenergiestatus gebracht. Das heißt, nicht alle Gebäude, Gründerzeithäuser in Wien, wäre weitgehend sinnlos, weil die relativ gute Dämmwerte haben, aber eine große Zahl von Häusern, die aus den 60er, 70er Jahren sind, etc. So, und dann, jetzt bin ich ein bisschen skeptisch wiederum, würde ich mehr setzen auf dezentrale Elemente. Das heißt, ich bin eher skeptisch, auch so wie die politische Lage in Europa ist, dass eine zentrale quasi Umweltbehörde in Europa so einen Green New Deal durchziehen kann. Dezentral könnte ja auch so gehen, dass man sagt, die Banken übernehmen einen Teil des Managements. Ich bringe ein ganz einfaches Beispiel. Wir hätten ein älteres Ehepaar, beide schon so 70, 72, die wohnen in Niederösterreich in einem Einfamilienhaus aus den 60er Jahren. Die sind aber schon ein bisschen alt, sie täten aber ganz gern ihrem Enkel ein saniertes Haus hinterlassen. Aber um selber zu Baumeistern zu gehen, Kostenvoranschläge einzuholen, die Finanzierung zu machen, alles zu kompliziert. Also machen wir ein Managementmodell, Projektmanagement, wo die örtliche Raiffeisenkasse das alles übernimmt. Die gingen dorthin und die Reiker tut also die Kostenvoranschläge, sie schütteln den Kopf, aber es ging ja schon. Bitte? Nein, das würde ich so nicht sehen. Kann ich auch gleich erklären, weil die Banken haben in der Geschichte sehr verschiedene Rollen gespielt. Ich bin ein älteres Semester, ich weiß daher, dass in den 60er Jahren es selbstverständlich war, dass Banken in erster Linie geschaut haben, wo so ein guter Unternehmer, den ich einen Kredit geben kann, weil es damals die finanzalchemistischen Spiele, die es heute gibt, einfach nicht gegeben hat. Ja? Also es ist nicht undenkbar, dass Banken wieder lernen, der Realwirtschaft zu dienen. Besonders im ländlichen Raum ist das zum Teil sogar heute noch so. Natürlich tut Reike in Wieselburg nicht primär mit Derivaten spekulieren, sondern schauen, wo ist da wer im Umfeld, der Geld braucht und wo man ein bisschen eine Zinsspanne kassiert. Aber das soll jetzt nur andeuten, sozusagen die Richtung, in die ich denken würde. Und das muss natürlich sozusagen eine Kampagne sein. Ein bisschen erinnert es mich an Schweden in der Weltwirtschaftskrise. Schauen Sie, Schweden hat das Glück gehabt in der Weltwirtschaftskrise, es war eher fast schon ein Zufall, dass sie zur gleichen Zeit, als anderswo die Weltwirtschaftskrise ausbrach, die Schweden das große Ziel hatten, wir schaffen den Sozialstaat. Das Volksheim, wie es auf Schwedisch so schön heißt. Ja? Unser Volksheim. Und das hat Zuversicht geschaffen. Man hat gesagt, okay, jetzt werden Kindergärten gegründet und wir tun die Altenheime verbessern, wir machen dieses und wir machen jenes. Das ist auf dezentraler Ebene passiert, auf der Gemeindeebene, wo es heute noch passiert, und hat aber tatsächlich Schweden bewahrt vor der Weltwirtschaftskrise. Die haben das nicht mitgemacht. Ja. Nicht undenkbar, meiner Ansicht nach, wenn man sozusagen eine Mobilisierung macht, Beispiel thermische Gebäudesanierung, mit Wettbewerb zwischen Ländern, mit Berichten im Fernsehen, mit Innovationswettbewerben, wie man das technologisch besser machen kann, etc. So, ich muss jetzt auf die Uhr blicken. Zweites Beispiel, ich bin da leider kein Eisenbahntechnologe, aber ich denke mir, ein Riesenproblem Europas ist, wie weit die Peripherie ist. Das Problem ist, Rumänen, Bulgaren, die kommen sich rein räumlich, wenn ich so sagen darf, nicht integriert vor. Und wenn ich jetzt lese, dass in Japan Züge bereits mit 500 Stundenkilometer im Testbetrieb sind, dann ist es durchaus denkbar, dass man, ich habe jetzt gestern gerade nachgeschaut, wie lange ein Zug braucht von Bukarest nach Wien, der braucht halt da 24 Stunden derzeit, ja. Es ist technisch in 20 Jahren natürlich möglich, dass man in 5,5 Stunden von Bukarest nach Wien fährt, mit 250 km/h.
Sie müssen ja denken, die technische Fortschritt geht ja weiter. Also wenn die in Japan jetzt schon das kennen, das werden wir ja doch auch schaffen. Ja? Der Gedanke wäre dann, den Flugverkehr in Distanzen unter 1000 Kilometer einfach abzudrehen. Und der Flugverkehr ist ein riesiger Klimaschädling sozusagen. Ja? Zwischen Mailand und Rom fliegen nur mehr die größten Trotteln, sage ich jetzt einmal, weil sie müssen raus am Flughafen, sie müssen sie fützen lassen, so steigen sie in Hochgeschwindigkeitszug und nach 3 Stunden sind sie wieder im Zentrum halt von Rom, wenn sie von Mailand runterfliegen und darauf. Und natürlich könnte ein Zug von Paris nach Berlin in 3 Stunden fahren, das ist selbstverständlich. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, und das sind natürlich jetzt, aber das ist wieder sozusagen in dieser Gedankenwelt Think Big. Das sind Großprojekte. Das kann man nicht kleinkariert betreiben, sondern muss man sagen, und die Idee ist übrigens uralt und nicht von mir, sondern von Jacques Delors, Ende der 1980er Jahre, diese transeuropäischen Netze zum Näherbringen der verschiedenen Länder. Und dass das viele Arbeitsplätze schaffen würde, ist klar. Gut, das sind jetzt sozusagen so Beispiele, die mir eingefallen sind, weil unabhängig jetzt von DiEM25 ganz generell ich das Gefühl habe, dass jene Leute, die auf Green Growth setzen, also sozusagen aus der Umweltverbesserung Wirtschaftswachstum generieren, das ist ja schon 20 Jahre alt. Aber es ist bisher für mich immer zu wenig konkret geblieben. Also was machen wir dann wirklich? Ja, wo entstehen Arbeitsplätze? Wo entsteht die Entlastung der CO2-Emissionen? Und da gibt es sicher noch einige andere Beispiele. Und allerletzter Punkt, das kommt ein bisschen zu kurz, finde ich, beim Varoufakis, dass man nie vergessen darf, das, was der ganzen Fehlentwicklung in Europa zugrunde liegt, er deutet es an mit Tina, also mit diesem Sachzwangdenken, there is no alternative, kannst nichts machen, es ist diese einzige Möglichkeit, wie wir Gesellschaft nicht gestalten sollen. Aber was liegt denn der Tina zugrunde? Da liegt eine Wirtschaftstheorie zugrunde, die x Nobelpreise bekommen hat. Und wenn man nicht die Grundlage, die Theorie auch wirklich unter Beschuss nimmt. Ja? Und da kommen dann die Finanzmärkte ins Spiel, weil die Finanzmärkte sind die freiesten Märkte, die es gibt. Das sind sozusagen theoretisch der ideale Markt und die sind offensichtlich und belegbar manisch-depressiv irre. Das sagt jeder Trader. I'm bullish, I'm bearish. Das ist sozusagen für die ganz normal, dass die Aktienkurse ein paar Jahre lang auf das 3-4-fache steigen, dann sausen sie wieder runter. Ja? Also hier kann man, glaube ich, schon durch das Konfrontieren der theoretischen Erwartungen mit dem, was man beobachten kann, das Fundament der Theorie angreifen, und zwar mit einer gewissen Ausdauer, so wie es letztlich die Neoliberalen auch gemacht haben vor 60, 70 Jahren. So, das war's jetzt. Ja, fürs Erste. Ja, danke erstmal auch für die Einladung. Ich möchte jetzt ein bisschen darauf eingehen, Green New Deal, Klimaschutz, was kann das gemeinsam bedeuten? Einerseits für Europa, wo steht man da in der Diskussion, und für Österreich? Und möchte zuerst vielleicht einmal sagen, Green New Deal ist natürlich immer ein Schlagwort, das sehr gut klingt. Ich glaube, ich würde mir sowas sehr für Europa wünschen, wenn was vernünftig umgesetzt wird. Ich möchte aber dazu sagen, unter Green muss man vielleicht einmal zuerst darüber reden, was versteht man denn unter Grün? Denn meine Beobachtung ist, dass sehr, sehr lange zum Beispiel vor allem fossile Energieindustrien, aber auch Nuklearindustrien, gegen Energiewende gekämpft haben, fossile Energieindustrien sehr stark gegen die Klimawissenschaft zum Teil. In den USA kann man das sehr gut nachlesen, dass Klimaskeptiker immer gefördert worden sind, eigene Institute gegründet worden sind, so ein Schein, Glaubwürdigkeit damit aufgebaut worden ist. Und in den letzten Jahren hat man beobachtet, durch die zunehmende erdrückende Faktenlast hat das nicht mehr funktioniert. Das heißt, was tut man? Man ändert die Strategie, man wird grün, statt dass man das Problem bekämpft. Wir haben jetzt das Thema, dass bei Klimakonferenzen auch die Kohleindustrie auftritt mit Clean Coal. Natürlich gibt es keine saubere Kohle, weil Kohle immer die dreckigste Energieform bleibt. Nicht nur wegen CO2, auch wegen Quecksilberemissionen und anderen.
bei Gas ist es das Gleiche. Das heißt, man muss schon schauen, was versteht man unter Grün. Aber wenn man jetzt so diese Transformation zu nachhaltigen Mobilitätssystemen, Energiewende und so weiter versteht, dann ist das eher das, worüber wir reden. Ich glaube, dass sehr wenig noch bekannt ist oder Bewusstsein besteht, wie groß eigentlich die Herausforderung ist oder die Challenge, diese Transformation sehr schnell zu machen. Ich möchte das anhand von ein paar Zahlen versinnbildlichen. Und ich glaube, einer der Gründe, warum die Debatte vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, möchte ich fast sagen, ist einem großen Erfolg geschuldet oder einem großen Versprechen, würde ich fast eher sagen. Das war die Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens, das in der Form auch nicht erwartet worden ist. Aber dadurch ist irgendwo entstanden der Eindruck, jetzt ist alles geregelt, wir haben das Abkommen, super, jetzt brauchen wir nichts mehr machen. In Wahrheit regelt das Abkommen nichts, sondern es ist eher ein Versprechen, gemeinsam was zu tun. Und erst, dass letztes Jahr eben Trump diesen Ausstieg aus dem Abkommen angekündigt hat und damit dieses Versprechen gebrochen hat, hat er die Debatte wieder richtig befeuert. Und man sieht eben zum Beispiel auf den Klimakonferenzen, erst im November in Bonn, da treten die USA eigentlich mit zwei Gesichtern auf. Ja. Da ist das offizielle Amerika, das sich immer mehr zurückzieht. Da kommen die Städte, die Mitgliedstaaten mit eigenen riesen Pavillons, mit dem Hashtag We are still in, wir sind noch dabei, wir tun was und präsentieren eben ihre Programme und sagen, diese Administration, die steht nicht für alle in Amerika. Also da sieht man irgendwie wieder ein bisschen eine Bewegung in der Debatte. Die Herausforderung, wie groß ist die jetzt eigentlich? Wir haben in unserem Netzwerk Friends of the Earth, also Global 2000 ist Mitglied beim internationalen großen Grassroots-Netzwerk, eine Studie gemacht zu dem Thema CO2-Budgets und auch für Europa. Und da sieht man eben, wenn man Fairness-Überlegungen berücksichtigt, das heißt sozusagen dieses CO2-Budget, das wir global haben, wird irgendwo aufgeteilt auf die Länder, dann sieht man, dass in Europa ab dem Jahr 2035 die CO2-Emissionen nahe Null sein müssen. Das heißt, keine großen Emissionen mehr verantwortbar sind. Ab dem Zeitpunkt, wenn wir das nicht machen, sozusagen konsumieren wir das Budget von anderen Staaten, die eben einfach derzeit, wie viele Entwicklungsländer, auch noch sehr wenig zum Problem beitragen. Wir haben die gleiche Übung auch für Österreich gemacht. Da hat das Wegener-Zentrum in einer Studie das berechnet, was für Österreich fair wäre. Jetzt kann man sich überlegen, jeder kann sich überlegen, was würde er jetzt als fair verstehen. Und wir haben zwei Konzepte durchgerechnet. Das eine ist, wir haben sozusagen dieses globale Budget und wir sagen, jeder Erdbewohner hat das gleiche Anrecht drauf. Und das zweite wäre, jeder hat sozusagen einen Ausgangswert auf dieser Welt und im Jahr 2050 kommen wir alle auf ein Niveau, das nachhaltig ist und vertretbar ist. Das zweite ist natürlich sehr, sehr viel freundlicher gegenüber Industriestaaten, weil die auf einem hohen Niveau starten. Egal wie hoch das Niveau jetzt ist, in Summe haben wir noch ca. 1.000 bis 1.500 Millionen Tonnen CO2 in Österreich, die wir verbrauchen können. Das klingt jetzt einmal sehr viel, aber bei dem jetzigen Niveau ist das in weniger als 20 Jahren aufgebraucht, bei Null, wenn wir weitermachen wie bisher. Und wir haben letzte Woche eine Präsentation gehabt, Umweltbundesamt, wo stehen wir in Österreich? Seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens steigen die Emissionen in Österreich wieder an. Das heißt, wir gehen nicht verantwortungsvoll mit dem Budget um, sondern wir konsumieren es immer schneller. Und das ist eben ein großes Problem. Wenn man jetzt zu New Deal spricht, dann würde ich auch sehen, was wäre so eine Rolle von Europa. Aus unserer Sicht sollte Europa einfach mal darauf schauen, erstens, dass erneuerbare Energie, saubere Energie gute Bedingungen vorfindet und wirklich schnell Marktanteile gewinnt. Das wäre ein Teil. Der zweite Teil ist der Transportteil. Der ist, glaube ich, auch schon kurz vorgestellt worden. Ich denke mal, vielleicht sitzen einige da, die weitere Strecken mit dem Zug fahren. Ich tue das sehr häufig. Die längste Strecke letztes Jahr war bis Bordeaux. Es geht. Es ist ein bisschen kompliziert und es könnte ja besser funktionieren, wenn europaweit einfach Schnellzüge Realität wären. Man muss nicht einmal nur nach Japan schauen. In Spanien haben sie zum Beispiel Strecken zwischen 600, 800 Kilometer, wo man in wenigen Stunden fahren kann. 600, 800 Kilometer, da ist Berlin zum Beispiel schon drinnen, da ist Frankfurt schon drin. Wenn wir in der Diskussion um den Schwechat-Flughafenausbau drinnen ist, 40% der Flüge in Wien gehen in Städte, die direkt mit der Bahn erreichbar sind. Das heißt, da ist riesen Verlagerungspotenzial. Um solche Sachen sollte man sich in Europa kümmern und wir haben derzeit teilweise immer noch Probleme, grenzüberschreitende Tickets zu kaufen. Das andere wäre, und das ist ein bisschen ein Metathema für mich, aber ich finde ja sehr wichtiges, wenn man über Green New Deal redet, das Thema Kostenwahrheit.
Wir haben derzeit überhaupt keine Kostenwahrheit. Und das führt dazu, dass nicht nachhaltige Investitionen sich rechnen und Verhaltensweisen und Mobilitätsformen, Energieverbrauch und Energieverschwendung. Man sieht es, wenn man nach Tirol fährt, am Transitverkehr, wo die LKWs aus Hamburg durchrasseln und es immer noch nicht gelungen ist, das auf die Bahn in größten Teilen zu verlagern, obwohl das technisch sehr einfach möglich wäre. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir Treibstoffe verbilligen. Deswegen sehen wir das zum Beispiel sehr kritisch, wenn die jetzige Umweltministerin sagt, das Dieselprivileg, also die größte umweltschädliche Subvention im letzten WIFO-Report dazu, das ist uns heilig, das werden wir nicht angreifen. Das heißt, da werden schon wesentliche Hebel damit dann auch aus der Hand gegeben. Ein anderes Thema, Kostenwahrheit. Wenn wir bessere Zugverbindungen hätten, wäre das natürlich wünschenswert, aber Fliegen ist auch so billig, dass es vielleicht trotzdem noch nicht konkurrenzfähig wäre. Und zwar aus dem Grund, weil Kerosin einfach gar nicht besteuert ist. Das heißt, wenn ich mit der Bahn fahre, zahle ich für die Energie, die die Bahn braucht, im besten Fall Strom aus erneuerbaren Energiequellen, Steuern. Das tut der Flugverkehr nicht. Ja. Das führt dazu, dass man teilweise absurd niedrige Preisangebote hat. Man kann das ja jeden Tag eigentlich in der Zeitung, in den Angeboten nachlesen. Und auch da wäre eigentlich die EU gefordert, eine Initiative zu setzen, weil das werden die einzelnen Staaten vermutlich nicht alleine machen. Also das wären so Bereiche, wo die EU was tun müsste. Vielleicht, wo stehen wir gerade in der Debatte? Was sind so die größten, wichtigsten Themen, die uns auch beschäftigen, auch unser Netzwerk, unser Büro in Brüssel? Wir haben letzte Woche eine wichtige Abstimmung gehabt im EU-Parlament. Im heurigen Jahr wird entschieden, was tut Europa bis zum Jahr 2030, so die nächsten 12 Jahre, was nehmen wir uns vor. Und jetzt sind eben die Verhandlungen, das Europaparlament verhandelt mit den Mitgliedstaaten und mit der Kommission. Und letzte Woche ist eben entschieden worden, das Europaparlament will einen Ausbau erneuerbarer Energie auf 35% und eine Steigerung der Effizienz auch um 35%. Aus unserer Sicht weit unter den Möglichkeiten, unter dem Notwendigen. Wenn man diese CO2-Budgets wieder heranzieht, dann wären wir da wieder weit drüber. Aber es ist zumindest schon mal besser als das, was die Kommission vorschlägt und was den Mitgliedstaaten vorschwebt. Und warum ich das jetzt auch erwähne, ist, Österreich wird Ende dieses Jahres den EU-Vorsitz haben. Das heißt, dieses Paket, was tun wir in Europa zum Klimaschutz für diesen Green New Deal oder nicht Green New Deal, das wird unter österreichischer EU-Präsidentschaft entschieden. Und die Abgeordneten, die gegen diese Ziele in Europa gestimmt haben, waren von der FPÖ, die jetzt in der österreichischen Regierung sind. Das heißt, das wird schon noch ein Thema, das uns sehr stark beschäftigen wird, weil das entscheidend ist, wie weit nehmen wir uns überhaupt vor in Europa. Ein anderer Punkt, der uns beschäftigt, Europa gibt es ja gerne als Vorreiter bei der Energiewende, beim Klimaschutz. In Teilbereichen sind wir das auch. Aber wir haben, darum habe ich es zuerst erwähnt, grünes Gas oder sozusagen Gas als grüne Brückentechnologie. Wir haben aber dann ein Problem, wenn wir jetzt die falschen Investitionen machen und zu stark in diese Technologien reingehen, aus denen wir dann nicht mehr rauskommen. Derzeit ist es so, dass die EU gerade definiert, welche Projekte wollen wir vorrangig in den nächsten Jahren angehen. Diese Liste heißt sehr technisch PCI, Project of Common Interest. Wenn man auf dieser Liste steht, dann kriegt man sehr billige Kredite und hat Vorteile in den Genehmigungsverfahren. Das heißt, für die Industrie ist es immer sehr, sehr wichtig, die wollen auf dieser Liste stehen. Jetzt haben wir das Problem, dass fast 100 Gasprojekte, Gasinfrastrukturprojekte, Flüssiggas, Pipelines, alles Mögliche da draufsteht und in diesem Ausmaß natürlich nicht vereinbar mit den Klimazielen. Und ja, auch wir und unser Netzwerk, die kämpfen dafür, dass diese Liste umgestellt wird auf nachhaltige Projekte, weil die könnten das Geld viel dringender brauchen. Und das ist einfach nur, um ein bisschen so die Schlaglichter zu geben, weil auf der einen Seite wollen wir gerne einen Green New Deal, teilweise laufen die Gelder und auch diese ganzen Anreize leider in eine komplett andere Richtung derzeit. Wenn wir jetzt nochmal zurück nach Industrie, in allen verschiedenen Bereichen und was man vielleicht... Ich kann dir die ganze Studie im Detail vorstellen, aber was man vielleicht im großen Modus sagen muss, das eine ist natürlich der Ausbau erneuerbarer Energie, da haben wir noch viel Potenziale, auch Solarenergie, Windenergie und so weiter. Auf der anderen Seite, was oft vergessen wird in der Debatte, Energieeffizienz, Energiesparen, das ist mehr als die halbe Miete in Wahrheit. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann reichen unsere naturverträglichen Potenziale nicht aus. Und wie kommen wir zu diesem Thema Energieeffizienz, Energiesparen? Das eine ist die Gebäudesanierung. Das heißt, eigentlich bräuchte es in Österreich jetzt ein ziemlich rasches, neues Investitionsprogramm in Gebäudesanierung. Und da sehen wir zum Beispiel eher so 3% aller Gebäude sollten pro Jahr saniert werden, damit wir Mitte des Jahrhunderts den gesamten Gebäudebestand einmal saniert haben.
Derzeit sind wir bei 0,6%, das heißt ein Bruchteil davon. Das andere ist Heizungsumstellungen. Wir müssen auch schauen, dass wir aus Öl zum Beispiel rauskommen. Wir sehen sehr kritisch, dass die Mineralölwirtschaft zum Beispiel nach wie vor den Einbau von neuen Ölkesseln bei der Sanierung fördert. Das macht dann sehr viele Initiativen kaputt, die auf Länderebene auch passieren und hat auch dazu geführt, dass beispielsweise zum Beispiel Pelletsheizungen praktisch der neue Einbau um 60% zurückgegangen ist gegenüber dem Höchststand von 2012. Das heißt, das sind so Trends, die uns auch wirklich Sorgen machen und wo man eben eigentlich gerade diese Notwendigkeit hätte, dass jetzt wieder ein neuer Drive reinkommt und neue Programme aufgelegt werden. Und natürlich auch im Mobilitätsbereich hat Österreich sehr, sehr viel zum Tun. Das ist ein Bereich, wo die Emissionen seit 1990, dem Basisjahr für die Klimaziele, um mehr als 2/3 gestiegen sind. Ein Teil ist als Wirtschaftswachstum als Erklärung dafür, weil dadurch der Verkehr so stark gestiegen ist. Und auch da heißt es natürlich umsteuern und in einerseits Elektromobilität, das halten wir schon für einen Teil der Lösung, aber Elektromobilität heißt für uns auch die Bahn, die gibt es schon länger. Und solche Investitionen tätigen und auch in Österreich braucht sowas wie ökologische Steuerreform, Abbau umweltschädlicher Subventionen. Ich glaube, im Sommer kann Österreich sehr, sehr viel gewinnen, wenn wir das umsetzen. Wir importieren 2/3 unserer Energie, wir zahlen 10 Milliarden Euro an Rechnung für die fossile Energie. Wenn wir uns unabhängig davon machen, könnte das in der Wirtschaft zirkulieren, auch die Wirtschaft beleben und wir könnten auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Ich glaube, wir hätten sehr viele Gründe, da in diesem Bereich was zu tun und wir haben sehr, sehr viele kleinere, größere Kämpfe, um da was umzusetzen und ja, das ist was, was uns natürlich länger noch beschäftigen wird. Darf ich nur? Ach so, ja. Ja, ich habe nämlich meine Lieblingsidee vergessen. Wie ich gerade merke, als ich dem Kollegen Wahlmüller zuhöre. Die Lieblingsidee lautet, man muss natürlich mit der Logik des Kapitalismus arbeiten. Das heißt, Energieeffizienz, Umweltinvestitionen müssen sich auch rechnen. Und hier bin ich eben kritisch gegenüber CO2-Steuern. Warum? Weil ich als jemand, der schon 30 Jahre über Finanzspekulation arbeitet, weiß, dass einer der wichtigsten spekulativen Märkte natürlich der mit Rohölderivaten ist. Das heißt also, die Spekulation auf Änderungen des Ölpreises gehört zu den beliebtesten Spekulationen. Das wiederum führt dazu, dass die manisch-depressiven Schwankungen des Ölpreises durchaus in den Schatten stellen, selbst die Schwankungen des Dollarkurses und fast teilweise vergleichbar sind mit Aktienbooms. Darf erinnern, dass etwa in den 18 Monaten vor der Finanzkrise, also Sommer 2008, der Ölpreis von $50 auf $147 gestiegen ist, in 18 Monaten verdreifacht, dann ist er runtergerauscht auf $35. Was heißt das jetzt für die Frage CO2-Steuern? Nichts Gutes. Denn selbst wenn Sie eine große CO2-Steuer haben, bedeutet diese enormen Schwankungen des Weltmarktpreises, dass wenn der Weltmarktpreis runterrauscht, auch der Endverbrauchpreis einschließlich CO2-Steuer auch runterrauscht. Außer ich hätte eine CO2-Steuer, die permanent quasi im Monatsrhythmus angepasst wird. Und der Gegenvorschlag ist einfach der, zu sagen, wie wäre es, wenn die Europäische Kommission ganz neoliberal argumentieren, oder neoklassisch nennt man das in der ökonomischen Theorie, argumentiert, dass ja der Preis von fossiler Energie auch innerhalb der Gleichgewichtstheorie ein Spezialfall ist. Warum? Weil die Kosten der Umweltbelastung, besonders des Klimawandels, eben nicht eingepreist werden können. Es muss aber für einen optimalen Preispfad laut Theorie
die Umweltkosten im Preis drinnen stecken. Dann würden die Menschen entsprechend des viel höheren Preises, eben Kostenwahrheit, ihre Nachfrageverhalten ändern. Und der zweite Grund ist natürlich die Erschöpfbarkeit einer Ressource. Das wissen wir auch aus der ökonomischen Theorie, dass eine Ressource, die im Prinzip nicht reproduzierbar ist, einen anderen Preispfad haben muss. So. Von dieser Überlegung ausgehend, wie wäre folgender Vorschlag? Die Europäische Kommission gibt den Preispfad, der im Raum der EU gilt, bis, sage ich mal, zum Jahr 2035 vor. Ja? Wir haben einen Preispfad, der natürlich aufgrund der ökonomischen Theorie jedes Jahr fossile Energieträger stärker verteuert als das durchschnittliche Preisniveau. Das kann man auch dann wissenschaftlich begründen. Da gibt es viele Studien, die da sagen, wenn wir auf der sicheren Seite sein wollen, dass der Temperaturanstieg unter 2 Grad bleibt, dann müsste eine Tonne CO2 sich um so und so viel verteuern. So, und das kann ich ja übersetzen sozusagen in den Preis von Kohle, von Erdöl etc., weil jeder dieser Energieträger eine bestimmte Menge an CO2 emittiert. Der langen Rede kurzer Sinn, wenn ich daraus zum Ergebnis komme, der Ölpreis müsste, sage ich mal, Hausnummer $300 betragen. So, dann führen wir den Ölpreis schrittweise auf $300. Nicht von einem Jahr aufs andere. Sondern alle Akteure in Europa wissen, was kostet ein Liter Diesel im Jahr 2023, 2028, 2032. Er kostet natürlich dann 7 Euro, meinetwegen, als Beispiel. Das würde Energiesparinvestitionen ungeheuer profitabel machen, weil der Profit einer Energiesparinvestition sind die vermiedenen Energiekosten. Wenn ich jetzt weiß, tut mir leid, dass der Diesel wird zu teuer werden, dann werden Anpassungsmechanismen ausgelöst, die nur unter Sicherheit ausgelöst werden können. Das ist ein Problem, das der Herr Keynes ja immer wieder betont. Wenn eine Investition eine lange Amortisationszeit hat und Energiesparinvestitionen gehören zu Investitionen mit besonders langen Amortisationszeiten, dann ist die Sicherheit über die Ersparnis fast die wichtigste Variable. Wenn ich fest, weil bei diesen Schwankungen des Ölpreises wäre ich als Investor sagen, das ist ein sogenanntes Sunk-Investment, also verschissen auf Deutsch, ja, weil wenn beim Ölpreis von 147 ist ja sehr viel profitabel an Energiesparinvestitionen, beim Ölpreis von 35 ist erledigt. Dann können Sie in Konkurs gehen, weil das rechnen Sie eben nicht nur nicht mehr, sondern es ist ein Riesenverlust. Und wie könnte man das jetzt vorstellen? Das würde dreistellige Milliardenbeträge an Steuereinnahmen bringen, weil die EU-Kommission gäbe vor den Preispfad und die Differenz vom Weltmarktpreis wird durch eine flexible Energiesteuer abgeschöpft. Der Unterschied ist der, wenn ich eine feste Energiesteuer habe, dann schwankt mir der Endverbrauchspreis mit dem Weltmarktpreis. Wenn ich aber den Preis vorgebe und sage, okay, wir kassieren das, was Differenz ist, zum Weltmarktpreis, dann würde ein erheblicher Teil von dem, was jetzt die Saudis kassieren, natürlich in unsere Staatskassen fließen. Weil klarerweise würde der Weltmarktpreis gedämpft werden, wenn ein Wirtschaftsraum von nach dem Brexit immerhin nur 420 Millionen oder 440 Millionen Leute sozusagen die Nachfrage systematisch dämpft. So, jetzt wird es lang geredet, aber nur so ein Gedanke ist leider nur wirklich konkret propagierbar oder sozusagen vertretbar, fürchte ich nach einer neuerlichen Finanzkrise. Weil das ist ja das Problem. Was dieser Vorschlag impliziert, ist, dass ein Markt komplett geschlossen wird. So, wir sagen innerhalb der EU, der Markt für Energieträger wird geschlossen, sondern der Preis wird vorgegeben aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Und das ist natürlich den meisten sozusagen Vertretern des herrschenden Denkstils undenkbar. So. Ja, also ich habe es nicht erwähnt, aber wir haben es in der Studie sogar drinnen, weil es so ein wichtiger Faktor war, was CO2-Ausstoß auch bedeutet, dass wir haben da
angeschaut, was sagt denn die österreichische Ernährungsstrategie, wie man sie ernähren sollte. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir essen gar kein Fleisch mehr. Wir haben gesagt, was wäre eigentlich, wenn wir nur so viel Fleisch essen würden, wie gesund wäre. Ja? Und da kommt man schon auf Reduktionen von etwa 60% in Österreich. Und dann würden aber so gewaltige Flächen auch frei, die teilweise auch für Naturschutz sinnvoll wären, aber auch für andere Bedürfnisse, sogar für Energieproduktion von mir aus dann, wenn sie auf die Art frei werden. CO2-emissionsmäßig hat das natürlich sehr, sehr viel Auswirkung. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt rein die österreichischen Ziele anschaut, dann wird meistens ab der Grenze aufgehört zu schauen. Ja? Das ist beim Thema Ernährung aber sehr wichtig, weil Fleisch, das ich jetzt konsumiere, hat oft das Futtermittel von Südamerika. Und wenn dann dafür Regenwald geholzt wird, hat das natürlich eine enorme Klimabilanz. Wenn die österreichische Politik darauf schaut, welche Ziele gibt man der EU vor und wie kann ich die erreichen, dann ist die Landwirtschaft oft ein ganz kleiner Bereich oder etwa von 10% der Emissionen in der Bilanz einfach. Und da sind nur hauptsächlich die Kühe oder Methan und Düngemittel und so weiter die großen Treiber. Aber natürlich jeder persönlich, Ernährungsumstellung, weniger Fleisch zumindest einmal, wäre natürlich ein großer Gewinn, ja. Naja, es hat sicher mit der gegenwärtigen Krise zu tun, aus den Gründen, aus meiner Sicht, die ich vorher angedeutet habe. Ich bin ja schon 70 und bin aufgewachsen in den 50er, 60er Jahren. Es war natürlich die Ausländerfeindlichkeit vor 45 Jahren unvergleichlich geringer. Im Gegenteil, wir haben eben erst Jugos, also aus Jugoslawien, und dann also Türken. Ja, und auch die Unternehmerverbände haben also für Werbekampagnen das berühmte Plakat "Ich hasse Kolaritsch, du hasse Kolaritsch, warum sagst du zu mir Tschusch?" Das wurde von der Wirtschaftskammer sozusagen finanziert. Ich denke, das, was Sie meinen, ist sozusagen eine Grundbotschaft der Aufklärung. Und die neoliberale Ideologie ist die erfolgreichste Ideologie der Gegenaufklärung, die es je gegeben hat. Weil Aufklärung heißt ja, der Mensch darf sich ermächtigen, gesellschaftliche Prozesse zu gestalten. Und Gegenaufklärung heißt, der Mensch, wörtliches Zitat von Friedrich August von Hayek, muss sich den anonymen Kräften des Marktes unterwerfen. Das heißt, der Markt wird konstruiert als eine Art höheres Wesen, das Subjektcharakter bekommt. Keiner kritisiert heute mehr, dass Journalisten mit der größten Selbstverständlichkeit schreiben, die Märkte machen, die Märkte warnen, die Märkte bestrafen Griechenland. Sehr grotesk, der Markt ist überhaupt kein Wesen, der was tut, ja? Sondern das ist ein Ort, wo Menschen was tun. Ja? Aber das ist eben Teil dieser neoliberalen Gegenaufklärung. Ja, der Markt, natürlich hat es dann einen religiösen Aspekt. Warum ist die Metapher der unsichtbaren Hand so beliebt? Weil es an die göttliche Vorsehung erinnert. Nicht? Eine unsichtbare Hand, wir sehen sie nicht, aber sie lenkt alles irgendwie zum Besten. Also der Markt ist ein Ort höheres Wesen. Bitte? Im Kunsthistorischen hängt ein Bild, wo man die Hand Gottes sieht, wie sie auf das Treiben der Menschen unten deutet. Das ist genau dieses Bild. Okay, gut. Aber gut, das ist trotzdem, ja. Gucken wir es halt jetzt. Ja, aber das Problem der neoliberalen Ideologie, die jetzt wirklich in den Köpfen derer steckt, die in der Europäischen Zentralbank, in der Kommission überall sitzen. In jedem Vorzimmer eines Ministers sitzen heute fast nur mehr Ökonomen. Als ich ein junger Mensch war, saßen dort die Juristen. Ja? Aber die Ökonomen haben sozusagen den Laden übernommen. Ja? Und die Ökonomen sind seit 40 Jahren oder 30 Jahren, werden in dieser marktreligiösen Theorie ausgebildet. Und wenn Sie sagen, es wäre leicht machbar, gebe ich Ihnen völlig recht, aber machbar impliziert, die Politik hat das Recht zu machen. Das ist aber gerade das, was die neoliberalen prinzipiell in Frage stellen. Die Märkte sollen machen. Und wie recht sie haben, zeigt ja dieses absurde Beispiel mit der thermischen Gebäudesanierung und der Förderung. Als Österreich, Sie werden es besser wissen, also auch nach der Krise hat man schnell 100 Millionen extra Förderung für die thermische Sanierung
hergegeben, war nach wenigen Wochen weg. Das heißt, die Österreicher sind nun einmal so, sie lassen nicht gerne Förderung aus. Das heißt, man hätte möglicherweise sogar das zehnfache Volumen schaffen können. Und jetzt kommt die Rechnung. Da eine geförderte Investition abgerechnet werden muss, fließen schon nach einem Jahr spätestens zwei viel mehr zurück in die Staatskasse, als diese Vorfinanzierung kostet. Denn sie haben Mehrwertsteuer, sie haben also etc. Ja? Aber die Fiskalregeln der Europäischen Union erlauben es trotzdem nicht, so schwachsinnig das ist. Weil die Fiskalregeln beziehen sich sozusagen auf das momentane Defizit eines Jahres. Und das, was jeder Unternehmer tut, dass er sagt, ich mache heute ein Defizit, Investition ist ja auch ein Defizit, insofern sie fremdfinanziert ist, ja, damit ich in der Zukunft einen Profit mache. Das ist sozusagen das Wesen des Kapitalismus. Ja? Das darf der Staat aber nicht. Obwohl es bei ihm genauso funktionieren würde. In dem Fall ausnahmsweise wirklich ganz evident. Bei anderen Dingen ist es nicht so direkt. Aber da müsste man eben diese Regelwerke ändern. Oder, was ich schon lange propagiere, ist, dass einzelne Länder sich einfach nicht in die Regelwerke halten. Das wäre gescheit. Aber das müsste man nach Möglichkeit solidarisch machen. 3-4 Länder sagen einfach, wir pfeifen drauf. Griechenland hat es probiert. Griechenland war zu schwach und war der Sündenbock. Also die haben keine Chance gehabt. Aber Österreich und Dänemark und keine Ahnung wer, die sagen einfach, bitte, das ist ein Blödsinn. Wenn wir die Umwelt verbessern können, ist so eine Fiskalregel als Blockade für zum Beispiel thermische Gebäudesanierung einfach ökonomisch und ökologisch und ökologisch eben ein Schwachsinn. Daher machen wir es nicht. Und dann schauen wir an, was passiert. Ich darf noch was kurz dazu sagen zur Gebäudesanierung. Aus meiner Sicht gibt es keine umfassende Analyse, die Frage wirklich komplett sagen wir mal, ausreichend beantworten würde, warum das nicht besser läuft. Weil es ist eine der wenigen Maßnahmen, wo man immer gesagt hat, da hat man negative CO2-Vermeidungskosten. Also es rechnet sich in Wahrheit teilweise sehr schnell. Ja. Wir haben letztes Jahr, haben wir uns das erste Mal angeschaut, einen bundesländermäßigen Vergleich zwischen allen Bundesländern, weil wir dem einmal ein bisschen auf die Spur gehen wollten und einmal herausfinden wollten, wer ist besser, wer ist schlechter. Und zwischen den Bundesländern, die da eher weit hinten sind und denen, die eher weiter vorne sind, es tut eh keins ausreichend viel, liegen aber schon mehrere 100% Unterschiede. Und zum Beispiel manche Daten sind auch nicht öffentlich, zum Beispiel wie viele Anträge gibt es in einem Bundesland auf die Förderung für thermische Sanierung und wie viel wird wirklich abgearbeitet. Aber an manchen Reaktionen haben wir es dann ablesen können. Wir haben zum Beispiel ein Bundesland, in Salzburg war es davor kritisiert, warum so wenig thermisch saniert wird und die haben gesagt, was, wir haben so viele Anträge, wir können gar nicht alle abarbeiten. Ja. Dabei waren es wirklich die absolut am Schluss, ja, also die letzten mit nahe Null. Ja. Und das zeigt einfach teilweise, haben die Länder dann die Priorität, zum Beispiel die Gelder in den Neubau zu geben und nicht in die Sanierung. Dann sind die Budgets begrenzt, dann gibt es dafür Leute, die sich anmelden und sagen, ich würde gern. Die kriegen aber dann einen Brief, wo draufsteht, leider heuer nicht, vielleicht nächstes Jahr. Und dann gibt es natürlich nur das Problem, dass die Länder, aber auch der Bund, selber in der Hand haben, bewirbe ich denn meine Förderaktionen, weil wenn niemand weiß davon, dann bewirbe ich mich auch nicht. Wir haben jetzt beim Sanierungscheck, der so gut angekommen ist, das Problem, dass er nicht nur mehr als halbiert worden ist, sondern dass er so unbekannt worden ist, dass selbst diese Summe nicht mehr abgerufen wird, was total verwunderlich ist, weil es in einigen Bundesländern offenbar mehr Bewerber für Förderungen gibt, als wie abgerufen wird. Das heißt, da gibt es, glaube ich, viele Ursachen und eine davon könnte die Politik schon ändern, wenn ich zumindest die Koordinierung schaffen würde zwischen Bund und Ländern beim Förderwesen und wenn ich zumindest wirklich da auch noch rausgehen würde zu den Leuten und denen erkläre, was die Vorteile einer thermischen Sanierung sind. Wir wissen ganz genau, dass der Gebäudebestand zwischen 1960 und 1980 zum Beispiel das größte Problem ist. Das heißt, ich könnte morgen anfangen, ganz gezielt diese Gruppe zu informieren, denen Broschüren zu schicken, einen Energieberater, der ihnen das vorrechnet mit einer Förderung. Und ich glaube, wenn man das wirklich umfassend angehen würde, dann würde das sehr, sehr schnell mehr gehen. Also wir haben in der Studie einige Veränderungen, soziale Veränderungen mal impliziert. Wir haben uns immer die Frage gestellt, wohin entwickelt sich unsere Gesellschaft, weil es natürlich einen Riesenunterschied macht. Haben wir im Jahr, sagen wir mal, für einen Zeitraum 2050 weiter den Trend zur Zersiedelung, wohnen alle in Einfamilienhäusern, wird der
werden wir pro Kopf immer mehr Quadratmeter damit auch brauchen. Oder geht es eher in Richtung kompaktere Siedlungsstrukturen? Und insofern haben wir da drinnen, dass es zumindest einmal sozusagen nicht weitergeht mit dieser Zersiedelung und dass man eher auf kompaktere Strukturen geht. Wir haben auch noch sehr, sehr viele andere Annahmen auch drinnen, wo man auch sieht, es muss auch gesellschaftlich, ich finde, wir reden sehr, sehr viel über Technologie, aber in Wahrheit geht es auch mal ein paar andere Sachen auch. Also wir haben da zum Beispiel auch drinnen, dass man, ja, diese kompakten Siedlungsstrukturen dazu führen, dass man eigentlich kurze Wege hat, für die man nicht immer ein Auto braucht, dass man sozusagen damit auch weniger Pkw-Leistung übers Jahr gesehen hat und damit auch Ressourcenschonung. Solche Sachen gehören eigentlich auch alle mitbedacht. Und in Wahrheit ist die Raumordnung die erste Adresse, ja, die ihr nachher so viel entscheidet, ja, nicht nur jetzt vom Energieverbrauch, vom Mobilitätsverhalten, alleine was Kanalgebühren und alles Mögliche an gesellschaftlichen Kosten verursacht, sind enorme Kosten und das ist auch was, wo natürlich sehr, sehr viel mehr getan werden muss. Von all dem, was ich hier jetzt gehört habe, würde mich besonders interessieren, also mit der Wärmedämmung weiß ich nicht, ob man viele Leute in Bewegung bringt. Ich weiß auch nicht, interessant wäre vor allem solche Projekte, wo man sogar über nationale Grenzen hinweg Leute in Bewegung bringt. Wenn man sozusagen Gesamtkonzepte hätte, ich nehme jetzt nur ein Land, das wirklich degradiert wurde in einer schrecklichen Weise, Griechenland. Wie in jeder ökonomischen Depression sind die Menschen auch seelisch depressiv. Das heißt, ein Grundgefühl der Hoffnungslosigkeit, es hat eh alles keinen Sinn, breitet sich aus, etwas, das genauso in Amerika 1933 war. Ja? Und die Frage ist, wenn jetzt jemand käme und sozusagen relativ handfeste Konzepte hat, wie zum Beispiel Arbeit entsteht und dass ein Mittel könnte sein, thermische Gebäudesanierung auch in Griechenland, ein anderes könnte sein, massive Investitionen in Windenergie, Sonnenenergie, was auch immer, was immer wieder vorgeschlagen wird für Griechenland, da bin ich zu wenig Experte, ob es wirklich was bringt, ich würde vermuten, ja, jedenfalls, wenn ich denke, wie viel Wind in der Ägäis blast, die war mal ein Segler, aber gut, das Entscheidende ist, die Menschen aus diesem Grundgefühl, ist eh alles scheiße, man kann nichts machen, rauszuholen. Denn wenn es nicht Leuten gelingt, mit handfesten Konzepten, die Lage der Menschen verbessern, dann machen es andere. Mobilisieren tun natürlich die Rechten, die mobilisieren die Unzufriedenen, die Verbitterung etc. Das halt in Form von eben was auch immer, Aufmärschen und so weiter. Und ich glaube schon, dass wenn man so einen konkreten New Deal für Europa, also der muss schon konkreter sein wie das von DiEM25, und ich hätte eine gewisse Präferenz, es einmal sozusagen in einem bestimmten, relativ überschaubaren Bereich zu probieren. Also nehmen wir das Beispiel Griechenland. Ja? Nur dieser Prozess setzt voraus, zum Beispiel eine Einsicht, dass man den Menschen dort Unrecht getan hat. Das ist ja die Voraussetzung. Die ist natürlich noch überhaupt nicht da. Im Gegenteil, ja, man will das, also vielleicht bei manchen ein dumpfes Vorgefühl, dass das wirklich ein Blödsinn war, was man dort gemacht hat. Ja. Insofern hängen wir in Europa jetzt sozusagen in einer Zwischensituation. Ich habe das versucht anzudeuten. Die Krise ist bei weitem nicht so katastrophal wie Deutschland und USA 1933. Und besonders hat sie sich eben so langsam ausgebreitet, dass dieses Gefühl, kannst nichts machen, Sachzwangdenken eben sehr verbreitet ist, während eben die Krise 1929-1933 quasi ein Keulenschlag war, mit all den politischen Konsequenzen, Klassenkämpfen und so weiter. Es hat eine ganz andere Arbeiterbewegung damals klarerweise gegeben. Und gut, das würde es zu weit führen, aber ich glaube schon, dass es möglich wäre zu mobilisieren, wenn die Menschen das Gefühl hätten, das kann ich nachvollziehen, was da an Ideen gebracht wird. Ich kann mir vorstellen, wie das die Lage da und dort verbessert.
Entscheidend wäre zum Beispiel, warum hat der Roosevelt als erstes die Jungen angesprochen? Es war vollkommen intelligent, weil da ist sozusagen Mobilisierungspotenzial da und die sozusagen jetzt zu lenken in die Richtung, yes, we act, wir können die Welt verändern. Wir machen Amerika besser. Es geht. Und das hat er in wenigen Monaten, hat er das rübergebracht. Das ist eine grandiose Leistung. Ich glaube, das wäre natürlich auch total der Stein der Weisen, den auch alle irgendwo suchen, wie man aus dem schlagkräftige Bewegung machen kann, die ja wirklich was verändert. Ich muss persönlich sagen, ich habe den auch noch nicht gefunden, aber meine Wahrnehmung ist, dass es oft, wenn es um Mobilisierung geht, sozusagen leichter ist, ein gemeinsames Problembewusstsein zu schaffen. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt bei der Ökologie schaut, Anti-AKW-Bewegung in Deutschland, Österreich, also sozusagen das Problem, wir wollen keine Atomkraftwerke, die so und so viele Sicherheitsprobleme haben, der Müll sozusagen Jahrtausende strahlt, das vereint eher, als wenn man zum Beispiel jetzt natürlich sehr, sehr viel ausgeklügelte Konzepte hat, wie man jetzt zum Beispiel Klimaziele erreichen kann, weil dann habe ich Gebäudesanierung, wo ich alleine schon über x Details diskutieren kann, wo ich dafür sein kann, wo ich dagegen sein kann, bei der Mobilität genauso, wo ich sagen kann, naja, aber da brauche ich das Auto wieder und so weiter. Das heißt, das ist, glaube ich, viel, viel schwieriger, über sozusagen Lösungskonzepte mit sehr vielen Details hohe Zustimmung zu kriegen, weil es braucht nur ein Detail dabei sein, das dir nicht gefällt und schon bist du weg. Ja? Während beim Problembewusstsein, glaube ich, hohe aber Zustimmung da ist. Beim Ablehnen. Genau. Etwas ablehnen aber, ist immer aber das Problembewusstsein, dass man für Klimaschutz was tun muss, ist, glaube ich, sehr, sehr hoch, auch in Österreich in Wahrheit. Ich habe heute mit einer Forscherin vom IASA gesprochen, die mir eben Ergebnisse einer Untersuchung gezeigt hat, die zeigt in Österreich auch weltweit wirklich bahnbrechend hohes Bewusstsein. Wenn man dann über ganz konkrete Umsetzungen redet, dann sind ganz schnell wieder verschiedene differenzierte Sichtweisen da. Und das ist, glaube ich, einer der Probleme, die wir in dem Bereich haben, wenn es wirklich um größere Mobilisierungen geht. Ja. Und wenn man Österreich anschaut, was mobilisiert ist, teilweise ja oft einfach, wenn es wirklich gegen EU-Vorgaben oder irgendwelche sozusagen Dinge aus der EU geht, die man ablehnt, wo man das Gefühl hat, man wird bevormundet, wenn es jetzt um CETA geht zum Beispiel, ja, oder solche Sachen, da hat man das Gefühl, man geht schon auf die Straße, wenn man wütend ist, man würde nicht zulassen, dass man da nicht mitreden kann und dass da irgendwas vielleicht in irgendwelchen Hinterzimmern entschieden wird. Ja. Und das ist oft so das ist ein bisschen das Knifflige dran. Ne? Wenn man so zum Beispiel einfach sagt, passt 2040 ist die Europäische Union und das, was sie an Energie konsumieren und brauchen, autark, dann hätte das, glaube ich, und nachhaltig, hätte das irgendwie nur zwei ganz entscheidende Aspekte, die nebenbei funktionieren. Zum einen, dass man, während man ein nachhaltiges Energiesystem baut, Europa automatisch vereint, weil du über den ganzen Kontinent Netze brauchst und weil du dadurch eine unglaubliche Zusammenarbeit schaffst. Also es wird quasi automatischer politischer Vereinigungsprozess stattfinden und zum anderen schafft man eine Unabhängigkeit gegenüber anderen Regimen, mit denen man sich nicht unbedingt ins Bett legen will, wie jetzt der Saudi-Arabien, wie Russland oder sonst irgendwelche Sachen. Also man gibt sich selbst politischen Gestaltungsraum, indem man sie unabhängig von anderen Ländern macht. Und ich glaube, das sind zwei Aspekte, die eigentlich sehr, also abgesehen davon, dass es gut fürs Klima ist, auch sehr entscheidend sind. Was heute ein bisschen zu kurz kommt, aber das liegt natürlich an der Fragestellung, das ist für die Mobilisierung eignet sich das Soziale mehr als das Ökologische. Da bin ich mir auch sicher. Wenn man schaut, was der Bernie Sanders, was der Corbyn in England schafft, das schafft er über das Soziale, über die Ungerechtigkeit und die Deklassierung von Menschen. Und jetzt ging es darum, das Soziale mit dem Ökologischen in der Mobilisierungsarbeit sehr eng zu verknüpfen und daher sozusagen das New Deal-Denken wirklich als ein ganzheitliches Denken zu propagieren, bei dem man möglichst wenig sozusagen jetzt in Teilbereiche gliedert und sagt, jetzt reden wir nur über quasi den Green New Deal, sondern und da, warum bin ich da gleich bei Europa? Ja, weil warum der Neoliberalismus Europa viel mehr ruiniert hat als die amerikanische Gesellschaft, meiner Meinung nach, ist, dass die Entfremdung der Europäer von ihren jahrhundertelangen Traditionen
durch den Neoliberalismus notwendig größer war als in den USA. Weil die USA sind ein Einwanderungsland. Das heißt, die Identität entsteht bei einem Einwanderungsland, jeder ist auf sich selbst gestellt. Jeder seines Glückes Schmied. Man war allein. Wenn ein armer Hund in Rotterdam angekommen ist oder in Amsterdam, dann ja, hat er schauen müssen, wie er weiterkommt. Wir haben Organisationsformen der Zünfte, des kollektiven sozusagen Handelns seit Jahrhunderten. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ist ja nicht zufällig ein Slogan der europäischen Traditionen. Ja? Und natürlich wird die Brüderlichkeit mehr ruiniert durch eine neoliberale Ideologie als jedes seines Glückes Schmied. Das passt sogar relativ ganz gut. Ne? Und wenn es jetzt gelänge zu sagen, liebe Leute, Sozialstaatlichkeit ist etwas, durch das sich das europäische Gesellschaftsmodell bei aller Unterschiedlichkeit am fundamentalsten unterscheidet, etwa vom US-amerikanischen Modell, dann können wir das gemeinschaftlich-europäische eben nur stärken, wenn wir gleichzeitig das sozialstaatliche stärken. Und Voraussetzung ist aber eben die Selbstermächtigung der Politik. Also dass die Politik sagt, jawohl, wir können die Welt verändern. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, gefälligst bitte. Ja? Leadership, das ist ja der Witz. Das ist ja völlig grotesk, dass Leute sich wählen lassen als Politiker und dann eine neoliberale Ideologie vertreten. Das ist ein völlig absurder Widerspruch in sich selbst. Weil wenn ich als Politiker auftrete, dann trete ich doch auf mit dem Anspruch, ich möchte was tun. Ja? Und gleichzeitig vertrete ich aber Ideologie, die sagt, noch nichts darfst tun. Das ist ja völlig absurd. Ja? Gut. Die deutsche Autoindustrie hat sehr viel an Elektromobilität verschlafen. Aber das hat sehr viel damit zu tun gehabt, dass man angesichts der Preisschwankungen gesagt hat, ja, zahlt sich das denn aus, wie der Ölpreis gegen 150 gestiegen ist, ist natürlich auch die Nachfrage nach SUVs weltweit gesunken, auch in den USA. Seitdem ist der Ölpreis wieder gefallen, kaufen die Leute wieder fleißig SUVs. Wenn ich jetzt aber sage, als VW, Mercedes etc. Entwicklungsingenieur, einen Elektromotoren, Batterietechnologien zu entwickeln, ist wirklich schweineteuer, ja? Das ist mir zu unsicher. Weil am Ende wird mit dem Fracking weitergearbeitet und der Ölpreis kommt überhaupt nicht über 50 längerfristig hinaus. Naja, dann werden die Leute halt blöd, wie sie sind, sage ich, ich meine jetzt aus der Sicht dieses Entwicklungsingenieurs, die kaufen sie dann weiter diese blöden Autos und dann können wir wiederum nicht unsere Elektromobilität fördern. Wenn es aber fix ist, dass das einmal, Hausnummer eben 7 Euro groß pro Liter, meinetwegen Diesel, und man weiß es, da ist kein Irrtum mehr drinnen. Ja? Ja, dann weiß man genau, dass die Leute anfangen werden zum Sparen. Weil ich gleich was dazu sagen, ja. Das ist ja das Geniale gewesen und hier bewundere ich ihn wirklich. Den obersten Kriegsherrn der Neoliberalen, den Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek. Der hat Ende der 1940er Jahre vollkommen präzise analysiert, wir müssen nur, unter Anführungszeichen, die Köpfe der Intellektuellen erobern. Damit war gemeint, wenn in den Lehrbüchern, in den Studienplänen, an den Lehrkanzeln unsere Theorie gelehrt wird, braucht man nichts mehr machen. Dann braucht man nur mehr zuschauen, weil dann reproduziert das System unsere Theorie in Gestalt der jungen Ökonomen und so weiter. Und daher war ihr strategisches Ziel, alternative Theorien sozusagen zu vertreiben. Das war sehr klar. Das war damals natürlich die keynesianische Theorie. Und das würde jetzt zu weit führen, warum es ihnen gelungen ist. Aber es hat viel damit zu tun, dass ausgerechnet die neoliberalen Kriegsführer, die in ihrer Ideologie immer den Individualismus hochhalten, kollektiv agiert haben. Und die Linken, die immer das Kollektiv hochhalten, sind lauter Solitäre. Ja, das sind auch der Herr Varoufakis, tut mir leid. Ja? Und erst recht der Krugman und der Stieglitz, das sind lauter so große Typen.
Na, Ingo. Ich spiele, war gut, aber in der Liga spiele ich nicht mit. Das so realistisch. So, bitte? Ja, wie auch immer, das ist ein Faktum. Ja. Also, das ist schon ein Faktum. Und daher, deswegen habe ich das ja vorher gemeint, wir müssen auch auf der Theorieebene arbeiten, auch wenn das sehr lang dauern wird. Was ich bewundere, ist, der Hayek hat gesagt, mein Projekt wird 2 Generationen dauern. Das heißt, der Hayek war sicher, er wird das gar nicht erleben. Aber hat er seinen Kollegen Milton Friedman und Co. gesagt, das ist eben unsere Arbeit, dass wir jetzt Gegentheorien entwickeln, in der Zeit, in der wir verachtet sind. In den 50er und 60er Jahren waren die Hayeks und Friedmans Nullen. Ja? Die Keynesianer in ihrer Arroganz haben sie lustig gemacht über diese verrückten marktgläubigen Ökonomen. Nur die verrückten marktgläubigen Ökonomen waren fleißig wie die Bienen. Als dann die linken Ökonomen im Eck waren, seit den 70er Jahren, haben sie gematschert und nichts gearbeitet. Ja. Weil die Finanzkrise, das waren wie 10 aufgelegte Elfmeter. Wenn die in der Zwischenzeit eine Theorie gehabt hätten, warum die Finanzmärkte systematisch falsche Preise produzieren, bla bla bla, hätten wir sagen können, zack, wir haben es immer schon gesagt. Genau das, was die Neoliberalen Anfang der 70er Jahre gesagt haben, wo sie gesagt haben, wir haben schon vor 25 Jahren gesagt, der Sozialstaat ist schuld, die Gewerkschaften sind schuld und der Hobbs, die Linken, 68er-Bewegung, Mitbestimmung wollen sie, den Sozialstaat wollen sie ausbauen, jetzt ist aber Schluss damit. Ja? Und die Vermögenden haben geklatscht. Verständlich, weil die Vermögenden waren Anfang der 70er Jahre in einer ziemlich prekären Lage. Erinnern Sie sich an den lieben Bruno Kreisky, der war ja wirklich kein Revolutionär. Aber wie er gesagt hat, ich möchte alle Bereiche der Gesellschaft mit Demokratie durchfluten. Ja, wenn ich Unternehmer bin, sage ich, bei mir wird nichts durchflutet. Ja. Also ich bleibe da weiter der Chef. Ja. Und das ist der Stoff, aus dem die Renaissance des Neoliberalismus ist. Das haben die einfach gut gemacht. Mein Respekt, muss ich sagen. Ja. Ich plädiere schon vor sehr langer Zeit für die Gründung eines Europäischen Währungsfonds. Das ist der gleiche Gedanke, nur ich würde gerne eine neue Institution schaffen, die bei den Konservativen rein von der Namensgebung nicht so schlecht klingt, weil der Internationale Währungsfonds ist ja auch eine seriöse Organisation quasi, aus welcher Sicht man das immer sieht. Und Europäischer Währungsfonds würde nichts anderes sein als eine Institution, die Folgendes tut. Aus der Erfahrung der Spekulation gegen Staaten, also aus der Erfahrung, dass Finanzspekulanten das Recht hatten, auf den Bankrott von Mitgliedern der Währungsunion zu spekulieren, den politischen Schluss zu ziehen, der Staat ist keine Firma und solche Geschäfte dürfen prinzipiell nicht stattfinden. Das geht aber nur dann, wenn die Finanzierung der Staatshaushalte in einer Währungsunion nicht mehr, zumindest langfristig, nicht mehr national erfolgt. Also dass nicht Italien, Griechenland, Österreich nationale Staatsanleihen begibt, weil sobald das passiert, können natürlich Spekulanten für die einen Anleihen und gegen die anderen spekulieren. Das haben sie ja gemacht und dadurch steigen die Zinsen dann eben für die Länder, gegen die spekuliert wird, ins Unbezahlbare. Und das hat ja auch der Varoufakis im Auge. Würde jetzt ein europäischer Währungsfonds sagen, für die Mitglieder der Währungsunion sind wir die Finanzierungsagentur. Nicht, weil jeder Staat hat heute seine Finanzierungsagentur. Also wenn der deutsche Finanzminister Geld braucht, sagt er der deutschen Finanzierungsagentur, begib eine Staatsanleihe, 10 Milliarden, also Deutsch verkauft Staatsanleihen und der Staat hat 10 Milliarden. Und das würde ich auf die europäische Ebene, genau gesagt auf die Euro-Ebene heben, weil es eine Währung ist. Er möchte halt über die Investitionsbank machen, aber der Gedanke ist gleich. Technisch überhaupt kein Problem, politisch ein gewaltiges Problem natürlich. Und warum? Weil die Deutschen, die Idee ist ja nicht nahe, Eurobonds und so weiter, aber Deutschland sagt, sie wollen da auf keinen Fall mithaften, aber da gäbe es sehr wohl einen Trick.
um das unmöglich zu machen. Aber auch das hat der Varoufakis schon drinnen. Wenn die Europäische Zentralbank eine Garantie abgibt, Garantie für die Liquidität des Europäischen Währungsfonds, dann braucht man überhaupt keine Garantien der Mitgliedsländer. Dann müsste Deutschland gar nicht garantieren für seine Einlage, weil eine Zentralbank prinzipiell und nie pleite gehen kann. Das ist eine technische Unmöglichkeit, weil die Zentralbank das Geld bekanntlich aus dem Nichts generiert und die kann zwar ein negatives Eigenkapital von 5.000 Milliarden Euro haben, aber das ist bei einer Zentralbank wurscht. Bei einer Privatbank ist nicht wurscht, aber bei einer Zentralbank ist völlig wurscht. Ja? Und daher würde das schon so funktionieren. Also das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken. Und das ist zum Beispiel auch politisch vermittelbar. Es ist Menschen vermittelbar, dass es ein Skandal ist, wenn Finanzalchemisten Länder gegeneinander ausspielen. Das ist eine groteske Sache. Ja? Und das, wenn der Herr Draghi schon 2 Jahre früher EZB-Chef gewesen wäre, hätten wir uns die ganze Euro-Krise erspart. Null Euro-Krise. Weil der Draghi kein Trottel ist, der kommt Gott sei Dank von Goldman Sachs. Ich war immer so glücklich, dass jemand... Na sicher, weil er sich auskennt. Ja? Ein deutscher Professor ist ja lebensgefährlich. Aber der Draghi ist ein Schlitzohr. Der weiß um die... Ich meine, wer bei Goldman Sachs aufgewachsen ist, der weiß ein bisschen was von diesen Märkten. Ja? Und der Herr hat er gegengeschossen. Und dann war sofort der Ruhe. Das war wirklich... Das war ja, naja, lass mich nicht. Aber es ist total faszinierend, wie die Psychologie alles ist. 5 Worte vom Draghi haben genügt, nicht einen Cent hat er ausgegeben, die Zinsen sind runtergerauscht wie nichts. Nur, dass er gesagt hat, er wird alles tun, whatever it takes to save the Euro. Da habe ich gesagt, aha, der redet noch, und dann hören wir mit dem Spekulieren auf. Naja, weil sie ja gewusst hat, das ist wie beim Wild-West-Film, wenn der eine, der hat ja unbeschränkt Munition, die anderen haben nicht unbeschränkt Munition, auch nicht Goldman Sachs. Ja, aber was hätten die Arbeiter in den 1850er, 1860er Jahren gesagt? Da war die Macht der Kapitalisten im Vergleich zur heutigen Macht der Neoliberalen noch viel größer. Und trotzdem hat die Arbeiterbewegung die Welt verändert, weil beides zusammenkam. Die Aufklärung, es geht ohne Analyse und ohne Theorie nicht. Das hat der Herr Karl Marx und Engels hauptsächlich geleistet. Und mit dieser Navigationskarte, weil eine Theorie ist wie eine Navigationskarte, ja, hatten die Menschen die Möglichkeit, sich zu organisieren. Und nein, aber es gibt Verlierer. Die Klasse gibt es nicht mehr, da gebe ich Ihnen recht. Aber meine persönliche Meinung ist, dass das, was die Neoliberalen geschafft haben, das werden wir noch selbstverständlich schaffen. Die Kombination, nur braucht man den langen Atem und eine bessere Theorie, als, weil, bitteschön, ich muss mich kurz halten, das ist ja ein Fiasko in Wahrheit. Wenn man sich ansieht, dass wir vor 45 Jahren Vollbeschäftigung hatten, jeder junge Mensch hat einen vollsozialversicherten Arbeitsplatz gehabt, es gab keine Bettler in Wien, die Staatsverschuldung ist 20 Jahre lang gesunken, genau in der Zeit, in der der Sozialstaat ausgebaut worden ist. In den letzten 40 Jahren haben wir gespart, die Staatsverschuldung schreit Kometen auf, die Arbeitslosigkeit, die prekäre Beschäftigung, das ist doch ein Witz. Ich meine, die Performance des Systems ist dermaßen abscheulich schlecht, dass ich sehr wohl optimistisch bin, dass nach der nächsten Krise, die sicher kommen wird, was zu machen wäre, außer es geht ganz nach rechts. Das ist natürlich auch möglich, aber das liegt dann schon auch an uns. Dass man die Machtfrage auch nochmal zum Beispiel, jetzt, wenn man es in einen ganz anderen Kontext stellt, jetzt wieder mal zum Beispiel zurückkommen auf das Thema Energie, Klima und so weiter, dass es da gerade eine totale Erschütterung der Macht gibt von den großen Konzernen, die teilweise Kohle- und Atomkraftwerke betrieben haben. Also ich habe es gerade gestern, mich sehr gefreut von meinem Kollegen, den Anti-Atom-Sprecher Reinhard Uhrig, weil es tatsächlich mittlerweile so ist, dass Atomkraftwerke sind einfach nicht wirtschaftlich, wenn sie nicht massiv mit staatlichen Geldern, ob es Kredite und so weiter sind, gefördert werden.
Jetzt wollte Ungarn in Paks ein Kraftwerk bauen, das so groß ist, dass es ca. die Hälfte vom ganzen Stromverbrauch in Ungarn liefern könnte. Und mit massivem medialen Druck, die österreichische Regierung wollte es ursprünglich nicht, ja, ist es jetzt aber gelungen, dass Österreich klagen wird. Also wird bei der EU-Kommission klagen, weil die EU-Kommission muss solche Förderungen bewilligen. Und das ist schon mal so ein Schritt. Jetzt ist natürlich nicht klar, wie wird die Klage ausgehen. Aber wenn das gelingt und immer mehr durchgeht, dann heißt das einfach auch für die Alternativen, die werden sie dann durchsetzen, weil einfach das alte System einfach ohne Förderungen nicht mehr gehfähig ist. Und die andere Seite ist, dass da immer mehr Menschen gibt, die selber diese Lösungen auch implementieren. Wenn man beispielsweise auf Deutschland schaut, Bürgerbeteiligungsmodelle, Genossenschaften, da tut sie einfach sehr, sehr viel. Und da sieht man auch, dass die ganzen Energiekonzerne die Entwicklungen total verschlafen haben, jetzt teilweise Riesenverluste einfahren und draufkommen, hoppala, eigentlich hätten wir die gleichen Förderungen ja auch abcashen können. Und da tut sie total viel eigentlich in diesem System. Und das gibt mir schon wieder Hoffnung, dass sie da auch Änderungen ergeben. Ich wollte aber nur auf einen Punkt eingehen, weil das ein bisschen so durchgeistert ist, Ökologie oder Soziales. Und ich finde ja persönlich, was mir an dem Thema Klimawandel, Klimaschutz so interessiert, ist ja eigentlich, dass das Ökologie und Soziales komplett zusammenhängt. Ja? Und das eigentlich ein soziales Thema ist in Wahrheit. Ja. Ich weiß noch den ersten Vortrag, den ich zu dem Thema in Linz auf der JKU, wo ich studiert habe, gehört habe, da war ein Professor vom MIT da, der gesagt hat, liebe Leute, ihr werdet da nicht den Planeten retten. Denkt dran, den Planeten ist es eigentlich völlig egal, ob wir drauf sind oder irgendwas anders. Ja? Es geht einfach nur rein um uns. Und deswegen ist das ein total soziales Thema. Es geht einfach um unsere Lebensgrundlagen. Und das kommt mir manchmal vor, ist bei dem Thema oft nicht so klar. Ja? Man denkt sich, man rettet da irgendeinen Planeten, irgendwas. Aber eigentlich, es geht rein um uns. Und wo ich das Gefühl habe, wo es den Menschen klar ist, wenn ich zum Beispiel auf Klimakonferenzen fahre, da meine Kollegen treffe aus dem globalen Süden, die das teilweise hautnah wirklich schon massiv miterleben, was da an Veränderungen kommt. Mir kommt manchmal vor, es ist so ein bisschen so, wenn in Österreich eine Wetterfront aufzieht, dann ist das so vom Westen meistens her, wie wenn die einen schon richtig im Regen sitzen und sie denken, scheiße, was kommt da her? Und wir dann noch im Osten im Schanigarten sitzen und uns überlegen, sollen wir jetzt noch eine Viertelstunde sitzen bleiben oder fangen sie noch eine halbe Stunde zum Regen an? Und in Wahrheit ist auch Österreich, also die Studien, die es gibt, mittlerweile seit 2 Jahren ökonomische Betrachtungen von Klimawandel in Österreich, sagen, die Schäden sind auf bis zu 8,8 Milliarden Euro pro Jahr. Also die große Steuerreform von vor 2 Jahren waren 5 Milliarden, also das nur an Schäden. Das heißt, natürlich sind auch wir massivst betroffen, wenn wir das nicht schaffen, das Ruder herumzukriegen. Und das wollte ich einfach nur mal so reinschmeißen, weil ich so das Gefühl gehabt habe, das ist ein total soziales Thema in dem Sinn, dass wir alle eigentlich größtes Interesse haben, dass das gelingt. Ne?